So, da sind wir wieder. Jeder Laden hat alles, was du brauchst. Ja, aber wir müssen mal was ganz anderes. Natascha mag. Quatsch. Wir wollen in den Nukleus. Und zwar, wir wollten ja diesmal. Wir haben ja letztens eigentlich ziemlich alle Missionen geschafft hier. Hinten für Fahrhelber. Wir waren echt. Ach so, bei dir. Echt fleißig. Das heißt für uns, ich würde gern hier oben einsteigen und runterlaufen. Das schaut jetzt halt komisch aus. Ich werde gerade nur noch von einer Seite beleuchtet. Von der Seite beleuchtet, weil die Lampe sich gerade verabschiedet hat. Ich spiele Skyrim. Oh. Warte, du brauchst einen Rechner, der Fallout schafft. Dann kann ich es dir auch schenken. Ich höre dich nur. Mal schauen, was er sagt. Jetzt. So, da haben wir noch ein bisschen Munition. Da haben wir noch ein bisschen Munition. Da haben wir ein bisschen Munition. Hier haben wir ein bisschen Munition. Ich gehe mal kurz ein wenig durch, wie die Waffen ausschauen. Ich würde sagen, wir bleiben mal erstmal ein Stückchen wieder auf der 45er. Boom. Ich finde das so geil. Die Dinger. Ich schaue jetzt auch gerne in die Baumwipfel rein. Weil ich so ein Ding. Ich finde die Viecher so cool. Die. Wie heißen sie denn? Ich glaube, mein jetziger schafft Fallout die Grafik nicht. Ist ja nicht. Die Grafik ist ja nicht besser als die Version. Das jetzt nicht runterstellen, da geht's. Cool. Das Herz. William Teil, das Herz wäre auch was für dich. Du hast auch so ein rotes Neonherz. Na, denkst du, Watze, ich frag dich da einfach so. Ob dein Rechner das schafft. Denkst du, ich denk mir da nichts dabei? Wenn ich dich frag. Warte, welchen Weg muss ich gehen? Ich hoffe jetzt den da. Hey, bin überall. Da ist noch was zum Gucken und da ist noch was zum Gucken. Warte, was? Ja. Watze hat die lange Leitung heute wieder. Hier ist auch noch ein wenig mehr, da ist auch noch ein wenig was. Wo wir hier. Ja, ich wollte dir eigentlich Fallout schenken. Zwar nicht unbedingt jetzt gleich instant auf der Stelle. Aber so nächsten Monat hatte ich's. Willst du mich umbringen? Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Zu sehr auf den Chat geachtet. Guck mal kurz das Wetz. Bumm. Und ein Crit hinterher. Bam. Da hinten kommt irgendwas anderes angeflitzt. Du willst dich mit dem Ding gütlich einigen? Ja, viel Spaß, Valentine. Bei Skyrim hast du schon mehr als 500 Stunden. Da kann ich doch nichts dafür. So, und zwar, guck mal. Hier müssten wir doch jetzt irgend so einen See bekommen. Toll. Ich war mir beim Fliegen ein bisschen wieder zu langsam. Was ist das? Atomsquelle? Wieso ist das Atomsquelle? Was ist das? Wenn hier ein bisschen Atomzeug rum, Atommüll rumliegt oder was? Ist gleich Atomsquelle. Wir müssen da nochmal in die Richtung zurücklaufen. Aber hier ist noch ein Bäumchen, das mich interessiert und aus dem. Ach, wir laufen jetzt gerade. Ah, wir sind wieder hier drüben. Ah. Stimmt, hier drüben haben wir auch noch nicht wirklich erkundet. Dann machen wir erstmal hier noch ein bisschen. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Da, ich will zu dem Bäumchen. Wir wissen, was dieses Bäumchen ist.
dann schafft der Computer, das schafft ein Computer, der noch Windows 8 hat. Ich habe noch Windows 7. Windows 7 ist aber schöner als Windows 8 und Windows 10. Einiges. Hier ist so unglaublich ruhig. Hier kann was nicht passen. Leuchtender Hain. Blutsack. Interessant, dass ich einfach so alles mitlooten kann. Nein, doch. Bist du ein Fusionskern? Du schaust fast aus wie so ein Fusionskern. Schau mal her. Das da. Naja, schaut fast aus wie ein Fusionskern. Leuchtender Hain. Warum heißt der Leuchtender Hain? Oh, doch, da war ein Fusionskern. Und zwar, warte mal kurz. Geh nochmal zurück. Valentine, Vorsicht. Hä? Fängt aber auch nicht Feuer oder sowas. Da ist noch was in die Richtung. Ja, mein PC schafft das, wenn ich 800 mal 600 mache und auf niedrig außer Textungen. Und dann geht es voll klar. Ja, wie gesagt, warte, dann warte ich halt, bis du mal deinen neuen Rechner hast. Das ist ja auch kein Thema. Ist doch alles kein Thema. Ja. Was geht denn da auf einmal? Bitz! Ich sehe einfach gerade überhaupt nichts. Ich sehe halt einfach nicht mal, wo ansatzweise wo ein Gegner sein könnte. So, zack. Also die. Hä? Warum machen euch denn die scheiß Plasmagranaten nichts aus? Rennt doch nicht immer so weg. Der. Alter. Alter. Wo seid denn ihr? Ich sehe euch nicht. Jetzt bist du da unten. Alter, warum rennt denn der immer so schnell weg? Ist nur dezent nervig, der Kerl. Legendäre Brutmutter. Der ist nur dezent nervig. Alter, geht die ab. Die haben auch noch gerade einfach mal sowas von Atom gefunden. Gamma-Patrone, ja, Silbergabel. Nehmen wir mal mit. Ich kann das nicht annehmen. Erst die Tastatur und jetzt das Spiel Fallout. Ja. Die Tastatur hast du ja gewonnen. Aber ich muss es dir nicht schenken. Ich wollte dir aber was ich wollte dir aber was Gutes tun und einen Gefallen tun. So, Oh, erstmal nachladen. Wo ist der andere jetzt hin? Da habe ich. Du verlierst hier so schnell was aus dem Blick. Aber echt extrem schnell verlierst du hier irgendwas aus dem Blick. Jetzt will ich hier nochmal rauf. Hier sind wir nicht schön vorbeigelaufen. Das überrascht mich voll. Ja, ich hab was der letzten gefragt. Hey! Radiant Crest Schrein. Ich hab was gefragt, ob sein Rechner den Voller packt. Habe ich mal einfach mal so spontan überlegt, habe ich mal gedacht, mache ich ihm eine Freude. Wollte ich es ihm schenken. Cool. Also, Watze, du kriegst es auf jeden Fall von mir.
Aber vielleicht nicht unbedingt jetzt instant sofort. Wie gesagt, ich bin auch gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Meine Stromüberrechnung kommt nicht auch. Die Tage. Und alles. Aber es ist halt blöd, wenn er sich jetzt kauft oder sowas zusammenspart. Wollte ich schon mal so ein wenig vorwarnen, nämlich. Jetzt haben wir eigentlich in die Richtung alles, oder? Den Solar, den Ding. Eher in die Richtung, zur Kirche müssen wir laufen. Hier nochmal. Laufen wir nochmal so runter. Und dann fangen wir einfach nochmal von oben an und laufen mal den anderen Weg entlang. Sie singt gerade irgendwas im Hintergrund von mir. So. So wie es ausschaut, gibt es hier aber nichts mehr. Nein, nur noch hier drüben, der mit dem Funkturm. Ich weiß nicht, der ist da drüben, oder? Ja, dann laufen wir mal zum Funkturm. Noch was? Nein. Ach, da ist schon wieder was. Splittergranaten, Schnapsflaschen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich einen neuen PC kriege, wenn wegen dem Geld wir... Keine Ahnung. Kann ich gerade nicht so viel zu sagen, Watze. Zack. Waffenkeller? Na, instant, hallo? Wer will denn nicht in den Waffenkeller? Wer will denn in Fallout nicht in den Waffenkeller? Und wenn der schön Waffenkeller heißt. Captains Mischung. Ach, hier war's. Naja, die Raketen nehmen wir mit. Die Patronen nehmen wir mit. Alles 45er. Maschinenpistole? Nein, nicht wirklich. Splittergranaten? Gibt's noch was? Gibt's denn noch was? Gibt's denn noch was? Gibt's denn noch? Hier ist nochmal so eine Captain's Mischung. Zombie spielt Fallout 4? Ja, natürlich. Zombie hat auch Fallout. Schon lang. Schon lang. Schon lang, 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 lang. Wie gesagt, Zombie habe ich ja damals gesagt, er hat mir da aber 10 damals. Die einzige und erste Donation hat er ja mir gemacht, habe ich gesagt, ey. Hey. Gib's lieber für dich aus. Und jetzt hat er Fallout. Ich denke immer, weil die so riesengroß leuchten. Dass die extrem. Bin noch da. Ah, hat der mir eine Minigun? Ernsthaft, du hast eine Minigun? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Würde ich dir auch gern was donaten, wenn ich was hätte. Ach, muss man doch nicht, muss man nicht. Na toll, da hätte ich ohne Wetz besser getroffen. Ich fühle mich außerdem schlecht, wenn ihr mir was donatet. Muss ich auch ehrlich gestehen. Was irgendwie für mich so komisch ist. Das ist irgendwie komisch. Spachtel?
Oh, mich stützt gerade auf ein bisschen. Oh. So, wie schaut's bei dir aus? Wenn die Minigun halt ein bisschen stärker wäre, dann würde ich gerne mal wieder mit der Minigun wegen rumrasieren. Aber die ist einfach... Was? Die ist einfach so schwach. Wir haben sie ja letztens schon mal gehabt. Wir sind ja nicht mal so weit vom Nukleus entfernt, ne? Wir sind sogar ziemlich nah am Nukleus. Ziemlich nah, sogar wirklich nah. Also ich bin gerade durch den Stein durchgefallen. Interessant. Wie komme ich denn da jetzt rauf? Warte mal. So, jetzt bin ich hier. Fliege ich mal darüber. Währenddessen nehme ich mir mal einen Red Away. Nicht ziemlich viel Red abgekriegt. Red Away. Reicht eins? Reicht sogar und ein Stimpack. Dann müssen wir mal wieder ein bisschen nicht hier ständig nur bei 80% Leben rumrennen. Okay, fast hätten wir es geschafft. Fast! Fast! Ich will da nicht außen rumlaufen. Ich bin viel zu faul dafür. Zack. Ah, noch eine Felswand. Ernsthaft? Ja, okay, da können wir außen rumlaufen. Da, ich sehe ja den Sendeturm schon. Also ohne Jetpack muss man da wirklich Wege finden. Zerstörter Funkturm. Safteimer. Safteimer. Radio, Radio, Radio. Radio aus, wenn's geht. Ha, damit er hier Diamond City Radio hören kann, oder was? Baseballhandschuh, okay, den wollte ich nicht mitnehmen. Kochstation. Nehme ich auch alles mit. Saftstadt. Nukleus, du bist in die Richtung. Gehen wir mal zum Nukleus weiter. Ich glaube, der ist hier gleich unter mir. So wie es ausschaut, ist der Nukleus gleich unter mir. Ja, hier ist der Nukleus. Ob das so gut ist, wenn ich von da einfach reinplatz. Ich mach mal eine Schnellspeicherung. Der Nukleus. Das kannst du nicht tun. Wir waren loyal. Großfanatiker für euch. Es bestehen Zweifel an eurem Glauben. Ihr müsst euch beweisen. Einer kehrt zu uns zurück. Der andere zu Atom. Richter, das ist Wahnsinn. Du kannst nicht von uns erwarten, dass wir... Hast du noch weitere Fragen? Das wäre alles, Schwester. Danke, Großfanatiker. Du bist wirklich ein Fanatiker. Da soll ich rein. Nochmal, wie gesagt, schnell speichern. Du, was machst du hier? Hat Verhaber dich geschickt? Bin aus dem Commonwealth. Verhaber kann verrotten. Von einem Missionar geschickt. Alles okay. Ich bin nicht aus Verhaber. Ich bin aus dem Commonwealth. Eine ganz schöne Reise. Dann erklär mal, was du hier tust. Suchst du einen Platz unter Atomskinder? Die Hinrichtung Atomskinder. Atomskinder? Wer sind die? Wir sind die Kinder des Atoms, dem Schöpfer dieser und aller anderen Welten. Ja. Du wandelst durch sein Reich. Ja. Was meinst du mit sein Reich? Die Insel. Du hast den Nebel gesehen. Hast du auch den Geigerzähler auf deinem Armband gehört? Das ist Atom. Er verbreitet sein Leuchten. Und dieses Leuchten ist der Weg zu unserer Erlösung. Du hast interessant viele Haare dafür. Ihr betet also Strahlung an? Wir verehren seine Fähigkeit der Verwandlung, um etwas Besseres zu erschaffen. Nun, sagt dir der Gedanke zu? Die Hinrichtung, ich speichere, mach nochmal schnell speichern. Was ist mit diesen beiden Kindern des Atoms passiert, die
verhört wurden. Es ging um Loyalität. Brauch dich nicht zu kümmern. Und wenn du dich Atoms Gläubigen nicht anschließen willst, gehst du besser. Ich muss mich ja anschließen. Ich würde gerne mitmachen. Bin dabei. Die Entscheidung über Neuzugänge überlassen wir Atom. Du musst ein Ritual durchlaufen. Dich ihm gegenüber als würdig erweisen. Indem du was tust? Und durch was genau? Nicht weit von hier ist eine kleine Quelle. Sind sie wirklich? Die Auserwählten von Atom trinken und erhalten etwas. Ein Zeichen. Eine Erfahrung. Die, die er nicht erwählt, kehren selten zurück. Waren wir da vielleicht, glaube ich, schon? In Ordnung. Ich tue, was Atom verlangt. Hoffen wir, er befindet dich für geeignet. Geh zur Quelle und trink. Wenn du zurückkommst, sprechen wir über deine Aufnahme. Okay, Vision im Nebel. Ihr seid bekloppt. Sorry, muss nicht sagen, ihr seid bekloppt. Aber wir müssen ja hier hinten rein. Aber hier hinten ist die Quelle. Ja gut, dann... Wenn du nicht auf einen grünen Tarnschaf bist, sollten wir uns beeilen. Was ist denn hier für komische Glühbirnen? Die sind wirklich bekloppt, die Kinder des Atoms. Ja, Nukleus. Schaut schon interessant aus. Oh Gott. Wenn man einmal nicht aufpasst, wo man hinrennt, passiert das. Ich glaube, hier ist ein Krater, ein Atomkrater. Bin ich mir ziemlich sicher. Einmal nicht aufpassen. Ich denke, das ist ein Atomkrater. Deswegen beten den auch hier auch so an. Schau mal hinter. Ist eine Riesenfläche. Ah, nee. Beruf sieht man oft das Schlimmste im Menschen. Das setzt einem manchmal echt zu. Ja, glaube ich dir. Junger Schlinger. Toter Schlinger. Ich finde die Schlinger so cool. Ich glaube, wir sind nicht allein. Das war wohl der letzte. Ich finde die Schlinger einfach so cool. Haben wir nicht irgendwo noch irgendwas zu erkunden gehabt in irgendeine Richtung? Ich glaube, das war schon in die Richtung. Wo ist der jetzt, hat der Schlinger? Hier hinten? Den haben wir gut erwischt. Haben wir echt gut erwischt, den Kerl. Ich finde die Schlinger, vor allem, dass die da oben in den Baumspitzen sind, einfach, ich finde es so cool. So. Warum, hier ist eigentlich nichts mehr, ha? Hey, wir haben die ganze Insel erkundet. Komplett Fahrhaber haben wir erkundet. So wie es ausschaut. Aber hier war doch noch was. Ich laufe nochmal in die Richtung. Hier war auf jeden Fall noch was. Bin mir ziemlich sicher, dass da noch was war. Krox, benutze ein Schlagholz. Ein Schlagholz? Schatz? Ja? Nächstes Jahr. Ja? Tomorrowland. Nächstes Jahr Tomorrowland. Richtiges Tomorrowland. Nicht das billig Tomorrowland, was da bei uns in Deutschland ist. Richtiges. Warum? Schatz, ich will ja. Hey, Flugkoppel. Schatz, ich will ja nichts sagen. Ich spare mir das Geld. Vergiss es. Schatz, Tomorrowland ist schweineteuer. Also jetzt gehen wir mal zu der Quelle, weil wir haben wirklich alles schon erkundet, wo ich gerade doch etwas erstaunt darüber bin. Dass wir alles erkundet haben. Ach, das ist die Quelle, ja. Da waren wir gerade eben schon mal. Ups. Da waren wir schon mal. Beziehungsprobleme? Nein. Eigentlich kein bisschen. Oh. Na klar, jetzt geht's ab. Folge der Gestalt.
Wo ist da eine Gestalt? Ach, hier. Du bist die Gestalt. Wieso Volt 81? Gefallen dir die anderen Volts wohl nicht? Okay, ich kann dich nicht mehr angreifen. An einem Baum hinter dir. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vor allem, dass jetzt echt was aufgetaucht ist. Ich habe gedacht, wir gehen dahin. Das sind Schlinger. Das sind einige Schlinger. Die greifen uns nicht mal mehr an. Nicht. Als ob wir gar nicht hier sind. Ich war so in deinem Bett. Hier ist noch einiges. Hier muss ich, kann ich auch noch erkunden. Da seht ihr, da ist noch ein Atombunker oder Krater oder sowas. Fusionskern entfernt. Schau mal, die ignorieren uns komplett. Hey Flamingo. Alter. Das war aber zuvor nicht auf der Karte, weil wir waren hier unten ja schon. Wir sind ja gerade eben... Hey, wir sind... Warte mal. Untersuche die heilige Stätte. Das war doch gerade eben nicht da. Wir waren doch da gerade vor ein paar Minuten. Hier. In dem Gebiet. Doppel. Schrein des Kinder des Atoms. Wilder Ghoul. Weißt du, was mich gerade fast ein bisschen schockt? Die ganzen Schlinger und alles haben uns eigentlich vollkommen ignoriert. Aber wirklich komplett ignoriert. Sämtliche Gegner haben uns ignoriert. Und hier bis auf die Ghule, die gehen jetzt voll ab auf uns. Kann das sein, dass es mit den Kindern des Atoms wirklich was zu tun hat? Kann das sein, dass die Kinder des Atoms wirklich irgendwas ist? Schau mal her. Hat uns jetzt alles komplett ignoriert. Die Schlinger, die ganzen Sachen. Ach, der Atomfuzzi will nur, dass ich ein Ghoul werde. Ach, und das sind die Prüfung nicht bestanden haben, ha? Das sind die Prüfung nicht bestanden haben und zum Ghoul geworden sind. Kann auch sein. Stimmt. Ich guck erstmal außenrum ein bisschen. Wir haben ja genug Redaways. Wobei ich glaube, so ein Redaway ist dann ganz böse. Aktuell schaut es ja bei uns mit Red ja noch ganz gut aus. Aber ich glaube, ohne Powerrüstung wären wir schon. Hätten wir echt schon Strahlungsprobleme. Öffne das Versteck. Verbranntes Buch. Leuchtendes Blut. Dieser, das heilige Element. Ratgeber. Okay. Ich mach mal das Licht aus. Ich glaube, dann sehen wir ein bisschen besser. Gamma-Patronen, leere Farbdose. Diese alten Terminals können ziemlich verpackt sein. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Könnte ich es dazu bringen, gekritzelter Text. Okay.
M-O-T-H-E-R. Mother? Könnte das das Passwort sein? Probieren wir mal. Hat geklappt. Uns geht's, also mir geht's ziemlich besser. Sammelt die Ikone ein. Ziemlich gut. Mutter-Ikone. Okay. Gehe zum Großfanatiker zurück. Ich bin gerade irgendwie bisschen sprachlos. Mit den Kindern des Atoms hier gerade. Weil es ging ja gerade wirklich ganz, eigentlich ganz cool zur Sache. Inventar. Red. Darfst du, warum? Ja, das ist egal. Das ist nur schon, wie schnell deine CD brennt. Level Up haben wir auch gekriegt. Was ist eigentlich das hier? Lass dich von Voltec leiden. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im Wetz angezeigt. Hä? Ich hab noch nie irgendwie irgendwas im Wetz gesehen. So, was machen wir denn für Upgrade? Was machen wir für Upgrade? Ich hätte gerne noch Ausdauer. Dann wäre die voll. Dann wäre das. Wäre schon geil, wenn die Ausdauer voll wäre. Wäre schon cool, oder? Ja, ging schon besser. Und wieso? Naja, private Probleme. Ist was passiert? Okay. Kannibale? Nein, will ich nicht. Körperteilschaden will ich auch nicht. Wir haben eigentlich eh immer mit Power-Rüstung sind wir unterwegs. Das heißt, wir brauchen nicht Strahlungsresistenz. Seit dem Öler wären natürlich... Schwere Waffen wären cool. Weil dann macht Raketenwerfer und Fatman auch noch mehr Schaden. Medikamentenresistent. Hacker. Hacker müssen wir mal machen. Wir können so wenig hacken. Wir machen Hacker. Wir schauen, dass wir mal Hacker voll bekommen. Das Häuschen will ich mir anschauen. Und dann will ich auf den gleichen Weg wieder zurücklaufen, weil ich habe da schöne Sachen gesehen. Ziemlich schöne sogar. Kannibale, voll cool. Okay, hier ist nichts. Ich weiß ja nicht, was du gerade machst. Hä? Brenne. Ja, brennen, ja. Ja, was brennst du denn? Die Musik fürs Auto. Diesmal auf eine andere CD. Ja, ich verstehe es nicht. Ich hätte eine gegeben. Warte, ehrlich gesagt, ich hätte eine gegeben. Ohne mit der Wimper zu zucken. Meinst du mit einem guten Zippo? Zippo? Na, weil brennen. Da waren wir ja schon. Wo war denn der? Ich habe das so ein Kriecher gesehen. Den wollte ich platt machen. Und lauter Schlinger, aber direkt an der Straße, die auf uns gewartet haben eigentlich, um uns... Irgendwie, mir kam das so vor, als ob die auf uns aufpassen wollen. Nee, leider nicht. Ah! Nein, du hast mich angeschubst. Oh, tut mir leid. Die ist schon wieder frech. Bin ich immer. Ja, eben, bist du wirklich immer. Ja. Bin ich so arg an. So angenehm. Ja, das ist auch angenehm. Das heißt, wenn auf die Beine liegt. Da war echt tote Hose. Eine halbe Stunde ist es erst fertig. Halbe Stunde, Viertelstunde. Was jetzt? Viertel, halbe Stunde. Okay. Ich weiß auch, wie schnell der ist. Wie schnell das Huhn im Ofen rennt? Ja, bis es hier ist. Schau, wie lange es dauert. Wo ist mein Kaffee? Mich freut nämlich nicht, wenn ein Spiel anfangen soll.
bist du wieder. Mehr als ich erwartet habe. Hat Atom dir etwas offenbart? Ikone zeigen. Ich habe von einer Quelle getrunken. Und eine Frau hat mich zu dieser Ikone geführt. Bedeutet das was? Eine Frau? Sie hat dich zur Ikone geführt? Was für eine Frau? Was hast du gesehen? Schatten im Nebel gehüllt. Es war ein Albtraum. Etwas ausdenken. Besonderheit der Ikone. Es war mystisch. Die Frau, sie war wie ein lebender Schatten. In Nebel gehüllt. Bei Atom. Du hast sie wirklich gesehen. Die Mutter des Nebels. Ich rauch zu viel. Die Mutter ist eine Botin Atoms. Sie leitet jene, die für seine Pläne und die Zukunft seiner Familie wichtig sind. Sie hat die ersten von uns hierher geführt. Und wenn sie sich dir gezeigt hat, dann würde ich sagen, dass der Weg für dich klar ist. Wenn du für den nächsten Schritt bereit bist, glaube ich, dass dir ein Platz unter Atoms Kindern sicher ist. Auf gut Deutsch, die trinken aus einer atomverseuchten Quelle, sehen dann irgendwelche Gestalten und dann sind sie Kinder des Atoms. Atomsweg folgen, Fragen stellen. Darf ich dir erst noch ein paar Fragen stellen? Wenn es sein muss. Ja. Was ist an der Quelle passiert? Was genau ist mit mir an der Quelle passiert? Atom scheint dir eine Vision geschickt zu haben. Nur wer es wert ist, den Kindern beizutreten, hat sie und überlebt. Aber wenigen Auserwählten schickt er noch mehr. Einen Boten. Oder in deinem Fall die Mutter. Gab es die Mutter wirklich? Gab es die Mutter also wirklich? Viele halten sie für eine Art Geist, eine Kreatur der Wildnis. Wobei manche glauben, sie sei nur eine alte Einsiedlerin. Wie auch immer, ohne sie wäre unsere Familie nicht hier. Wenn sie in deiner Vision vorkam, tja, dann ist wohl klar, dass du bei uns sein sollst. Glauben des Kinder des Atoms? Was kannst du mir über den Glauben der Kinder erzählen? Wir glauben an den heiligen Atom, der diese Welt vor 200 Jahren traf und in sein Leuchten tauchte. Das Leuchten bringt die Kinder von hier fort, zur Spaltung. Was ist die Spaltung? Entfessle. Entfessle deine Macht. Die aller Welten in dir. Tausendmal zerbrochen und durch das Leuchten neugeboren. Die Insel ist perfekt dafür geeignet, dank des Nebels, des Nukleus. Überall das Leuchten. Mit etwas Geduld werden wir alle hier die Spaltung finden. Sagst du mir jetzt, was zwischen dir und den beiden Kindern los war, als ich aufgetaucht bin? Unsere Familie fußt auf Vertrauen. Viele auf dieser Insel würden uns gern tot sehen. Die zwei mussten zeigen, dass auf sie Verlass ist. Einer konnte das. Mehr Fragen habe ich nicht. Bist du also bereit, deinen Platz unter Atoms Kindern einzunehmen? Ich lerne gern dazu. Ich lehne ab. Atomsweg folgen. Weil die nervig sind. Klar. Ich lerne gern dazu. Gut. Vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren, Kasumi nach Hause zu bringen. Geh rein und zeig die Ikone dem Hohen Beichtvater, wenn er mit der Predigt fertig ist. Sie wird ihn interessieren. Komm vorbei, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ich habe eine Aufgabe für dich. Hier, etwas angemessenere Kleidung. Aber wisse, wir alle sind ergebene Diener Atoms. Bote oder nicht. So schlimm sind sie eigentlich gar nicht, ja. Die Familie wird nicht toleriert. Willkommen, Bruder. Roben von Atoms Anhängern. Nein. Vor allem Strahlung, der hat ja nur Strahlungsresistenz. Also wir sind jetzt hier. Begonnen, was Atom langt. Hilft dem Großfanatiker. Zeigt dem Hohen Beichtvater das. Optional hilft dem Großfanatiker. Ich glaube, der Beichtvater beendet gleich seine Predigt. Du solltest... Ja, wir gehen mal hier rein in den Nukleus. Zieh es mal an. Nein. Nein, nein, nein. Da gefällt mir meins besser. Nee, nee. Ich will kein Kind des Atoms werden. Ich mag die nicht. Ihr Schicksal ist besiegelt, Brüder und Schwestern. Und das wissen sie. Die Bewohner von hört sich wenig begeistert an. Müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Und obwohl Atoms Herrschaft die über dieses Land unabwendbar ist, widersetzen sie sich. Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren, töten unsere Missionare, die ihnen nur das Licht bringen wollen. Aber jetzt nicht mehr. Nach Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Und der Schlüssel zu unserem Sieg
befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen und mit ihnen werden wir Fahrhaber von der Insel tilgen. Atoms Schleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und ach, du Scheiße. Wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein. Ein neuer Tag bricht an, Brüder und Schwestern. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Bitte, ich weiß, dass du mich hören kannst. Bitte. Das ist ein Atom-U-Boot! Das ist ein Atom-U-Boot! Das ist ein Atom-U-Boot. Ah, unsere Familie hat Zuwachs bekommen. Willkommen. Ja, hi, ich bin nur hier zum Looten. Geh mal weg da. Ja, ich weiß, du wirst kommen. Ich bete dich an. Ich glaube an dich. Ja, alles wird gut. Alter. Geht's hier ab? Der schaut nicht so begeistert aus. Alter, das ist ein Atom-U-Boot. Den ganzen Atommüll, das ist ein U-Boot an sich. Das ist ein U-Boot. Gerade im Trockendock. Ja, ich kann das einfach nicht glauben. Das wird schon noch in Ordnung gebracht, Bruder. Nein, der hohe Beichtvater hat recht. Dieses Land gehört uns. Atom hat es mit seinem Nebel überzogen und Martin hat uns verletzt. Das ist ein Atom-U-Boot im Trockendock. Aber wie kommt es hier raus? Schau mal her, das ist doch zahm. Okay, das kann sich in 200 Jahren natürlich ein wenig verändern. Alter. Natürlich ist es ein Atom-U-Boot. So mit dem ganzen Atom, was da ist, die Kinder des Atoms und ein U-Boot, dann wird es ein Atom-U-Boot sein. Kann ich da auch rein? Das würde ich gern anschauen. Die Strahlung ist natürlich ein bisschen nervig. Aber Kinder des Atoms, naja. Damit müssen wir leben. Aber Alter. Wie passt eigentlich der Sound heute? Ich habe ein bisschen noch ein bisschen rumgetrickst und ein bisschen rumgezaubert. Mal so eine Frage, wie passt denn mein Sound zu? So eine Frage mal in den Raum geschmissen. Die schönen Fusionskerne. Hoffentlich waren das ausgebrannte Fusionskerne. Sie ist auf einer Pilgerreise. Seit einer Woche und noch keine Nachricht. Fürchte dich nicht, Bruder. Atom behütet sie. Bete für sie und sie wird unverdächtig. Alles frisch. Wunderbar. Das ärgert mich hier mit den ganzen Fusionskernen. Sehr sogar. Schwester Mai. Hab mich schon gefragt, wann ich unser neuestes Mitglied kennenlerne. Ich bin Schwester Mai. Und du hast angeblich das Interesse der Mutter des Nebels geweckt. Ein bisschen. Hast du auch die Loyalitätsprüfung des Hohen Beichtvaters absolviert? Loyalitätstest? Ja. Wir sahen, wie Richter die beiden nach draußen führte. Nur einer kam zurück. Etwa gleichzeitig mit dir. Ich dachte mir, dass du das alles vielleicht verfolgt hast. Ja, habe ich gesehen. Hör zu, das solltest du dir jetzt merken. Vertrauen ist in dieser Familie wichtig. Wir müssen wissen, wie wir Probleme vermeiden. Stell dich gut mit dem Hohen Beichtvater, dann passiert dir nichts. Also, kann ich dir was von meinen Waren zeigen? Mir passiert auch so nichts, glaubst du mir. Ich weiß nicht, ob das Leuchten dich stört, aber ich habe auch was zur Reinigung. Oha! Du hast von Reinigung gesprochen. Was ist das? Oh, ja. Also den meisten hier schadet das Leuchten nicht. Aber Atom verleiht nicht jedem diesen Segen. Deshalb haben wir hier auch immer etwas Strahlungsmedizin. Für die meisten hier, auch für den Hohen Beichtvater, ist das eine Art Buße. Um sich zu reinigen und das Leuchten neu anzunehmen. Right away. Also, wolltest du die Waren durchsehen?
Ja. Sag mal, was du so hast. Nichts ist Schrott, wenn man es richtig einsetzt. Ja, sehe ich ähnlich. So, was hast du da? Hast du irgendwas Besonderes an Waffen? Nichts. Ist ja fast wegen langweilig bei dir. Regen Marine. So Marinekleidung will ich gern haben. Die Marine. Aber habe ich vielleicht noch nirgends irgendwo gesehen. Du hast ja nie... Alter, sie hat nicht mal Gamma-Pistolen. Die mag ich. Die hat nicht mal Gamma-Waffen. Alter. Aber so wirklich was Gescheites hat sie auch nicht. Schrott. Ladungen. Porzellan? Achso, Keramik. Mhm. Aber wenn wir schon mal hier sind, könnten wir ein bisschen unser Zeug loswerden. Was wir aufgesammelt haben, was glaube ich nicht mal so viel ist. Legende von Farhalber. Ja, brauche ich nicht. Rettungstaucheranzug brauche ich eigentlich auch nicht. Die Robe des Anhängers hätte ich auch gern weg. Kryo. Einzufrieren, okay, brauchen wir auch nicht. Biofusionskerne, ja. Aufbereitetes Wasser, Fancy Lady Kuchen, Fleisch von Weichschalen-Murlocs. Leuchtendes Blutpaket, Strahlung widerstehen. Grotte Mais Mentats, Orange Mentats. Ein bisschen will ich wegkriegen. Reiner Pflanzensaft. Schlinger in der Reihen, da kann man ja überall noch was Schönes draus machen. Verstrahltes Blut. Wim Captains Mischung. Die eigentlich auch nicht schlecht ist. Zuckerbomben. So ein bisschen Zeug können wir schon mal wegen loswerden. Elisias Familienzeichnung, das müssen wir auch mal alles ein bisschen... Was macht 1000 Kronen? Warum ist so viel Kronkorken? Was ist so viel wert? Die Captains Mischung ist viel wert. Ja, was ist dann noch so viel wert? Bitte. Legende von Farhaber. Oh, die ist viel wert. Ja. Die ist echt viel wert. Nice. Wenn die so viel wert ist, ist ja schön. Aber. Hi. Fanatiker Ware scheint sich sehr für Bruder Devons Fasten zu interessieren. Ob er sich ihm anschließen will? Hilf Fanatiker Ware. Ich find's schön, dass ich einfach wirklich alles hier mitnehmen kann, schau mal her. Interessiert die gar nicht. Solange du das Zeug trägst. Ja, keine Sorge. Du kriegst auch noch was ab. Das Schiff ist der Hammer, oder? Eine Maschine, die Atoms Leuchten verbreitet. Naja, Atom. Wie komme ich denn darauf? Ach, von da drüben. Die müssten doch dann eigentlich rein theoretisch meine Power-Rüstung auch feiern, weil Fusionskerne. Er überkam mich letzte Nacht. Der Traum? Ganz genau. Ehrlich? Und was hast du gemacht, was ich nicht gemacht habe? Warum weisen die Bürger von Magetaba Atom zurück? Wollen sie die Welten in sich nicht freisetzen? Ich will mich noch ein bisschen umgucken hier. Ach, da war... Der... Archimist. Hallo. Ah, der Neuzugang in unserer kleinen Familie. Alter, die hat coole Augen. Willkommen, Kind. Wenn du die hat coole Augen. Brauchst, bist du hier genau richtig. Das klingt aber nicht gut. Alles in Ordnung? Alter. Die hat coole Augen. Erinnerungen an ein schlimmes Leben. Was für ein schlimmes Leben. Ich war Ärztin in Far Harbor. Ich verfiel einem frommen Mann. Dann hat er uns verlassen. Jene, die gegen unsere Verbindung waren, haben uns aus der Stadt gejagt. Ich muss auch Atom verärgert haben. Er strafte mich hiermit. Heute nicht. Atom behüte dich. Die hat coole Augen. Ach, da waren wir ja schon gerade. Da waren wir gerade.
Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Schau dich um, dann siehst du, wozu das führt. Ja, ich will mich noch ein bisschen umgucken, dann machen wir weiter mit der Mission. Hier bin ich auch irgendwie froh, dass ich einen Jetpack habe. Solche Maschinen trennen uns nur von Atoms gesegnetem Leuchten. Auch wenn sie beeindruckend sind. Auch wenn sie beeindruckend sind. Ja, die sind beeindruckend. Wo ist denn der? Beziehungsweise, wie komme ich darüber? Hier, oder? Hier rum. Ah, da bist du. Ich habe eine Aufgabe für dich. Was für eine Aufgabe? Was für eine Aufgabe? Es geht um Ketzerei. Die Angelegenheit muss erledigt werden. Ich bin bereit zu dienen, Großfanatiker. Es gibt da eine Frau, eine von uns. Zumindest war sie das mal. Gwyneth. Aber sie hat sich etwas Dunklem verschrieben. Der Beichtvater hat Fanatiker viel beauftragt, sie zu finden, aber sie ist ihm entwischt. Jetzt hat Gwyneth damit begonnen, unsere heiligen Stätten zu entweihen und Atoms Wort zu verspotten. Der hohe Beichtvater will, dass sie gefunden und exekutiert wird. Wieso soll ich das machen? Deine Fanatiker kennen das Gebiet besser als ich. Sieh es als Prüfung an, um deine Hingabe an die Familie zu testen. Ich finde sie, Großfanatiker. Gut. Sprich mit Fanatiker Thiel. Sie begonnen Ketzer. Den Weg zu Gwyneth zeigen können. Bring der Ketzerin Atoms Urteil. Valentine hat das nicht gefallen. War mir fast klar. War mir fast klar. Bitte. Ich darf meinen Glauben nie verlieren. Niemals darf ich meinen Glauben verlieren. Daten. Wo sind die? Kurz hier hoch nochmal. Ach, guck mal, da geht's auch rein. Das Schiff. Ah, wir kommen ins Schiff rein. Ist das Essen fertig? Noch nicht ganz. 35 Minuten, ich hab's 10 nach 3. Genau. Moin. Hi. Ah. Ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Willkommen, Bruder. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Ihr habt alle einen Knall. Atoms Auserwählte? Dieser Ort, der Nukleus, die Insel. Atom hat ihn beansprucht, für uns. Seine Auserwählten. Ja, alles, bis auf eine verdammte Ecke. Du warst also schon in Far Harbor, ja? Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen? Die ketzerische Weigerung der Bewohner, sein Reich zu verlassen? Was würdest du mit so einem Ort tun? Frieden schließen, auslöschen, weiß ich nicht. Verhaber so schlimm. Ist Verhaber wirklich so schlimm? Ja, Bruder, ist es. Jahrelang bettelte mein Vorgänger um Frieden. Während Verhaber mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atoms Licht bringen. Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Oberlandstation, die können sich verteidigen. Da ich hoher Beichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle von Atoms Feinden, ob Verhaber hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Insel ist. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern unbedingte Hingabe. Akzeptiere das und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen? Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen Segen. Heffington wird angegriffen. Offenbar erwartet Atom Großes von dir, Kind. Was geht denn ab? So wie ich auch. Also, gab es sonst noch etwas?
Zugriff auf Dimas Erinnerungen. Ich würde gern der Familie helfen. Ich mach mal schnell speichern. Diese Erinnerungen, an die du heran wolltest. Ich habe einen Weg gefunden. Wirklich? Bei Atom, mein Kind. Ich will gar nicht wissen, was du tun musstest, um an diese Information zu kommen. Dir ist hoffentlich klar, dass du alles, was du findest, direkt zu mir bringen musst. Ich werde dafür sorgen, dass dich niemand aufhält. Und sei vorsichtig. Viele unserer Geschwister sind bei dem Versuch gestorben, hinter das Geheimnis dieser verfluchten Maschine zu kommen. Gestorben? Tu, was getan werden muss. Gestorben? Wieso ich hab noch irgendwas. Der hat noch ein... Benötigst du etwas? Ich würde der Familie helfen. Mutter des Nebels. Was kannst du mir über die Mutter des Nebels erzählen? Die Mutter ist eine der verehrtesten Botinnen Atoms. Vor vielen Jahren, als wir aus Fahaber vertrieben wurden, hat sie uns durch die Wildnis zu diesem Heiligtum geführt. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte es uns vielleicht alle erwischt. Du solltest dich geehrt fühlen, dass sie ein solches Interesse an dir hatte. Ich würde der Familie gerne helfen. Kann ich irgendwas tun? Voller Eifer. Es gibt da ein Mitglied in unserer Mitte, das ich schon länger verdächtige. Meine eigenen Nachforschungen waren ergebnislos. Aber du bist neu hier. Das macht es dir leichter, die Wahrheit herauszufinden. Ich möchte, dass du Nachforschungen zu dieser Person anstellst. Solltest du Beweise für Ketzerei oder Illoyalität finden, bring sie sofort zu mir. Zeige, dass man dir trauen kann und du wirst belohnt werden. Ist so gut wie erledigt. Wunderbar. Bring alles, was du herausfindest, direkt zu mir. Hier, die fragliche Person. Du musst sehr gründlich vorgehen. Ist so gut wie erledigt. Das ist deine Chance, dich Hexenjagd zu beweisen. Lies die Notiz. Valentine hat das nicht gefallen. Oh. Ist mir fast klar, dass wir hier Valentine echt ein bisschen schaden. Bei Kinder des Atoms, sie sind nicht unbedingt die Besten. Diverses. Ob ich Brot male? Nein, ich male kein Brot. Wie hieß die Notiz jetzt? Wie hieß die Notiz jetzt? Scheiße, wie hieß denn die Notiz jetzt? Okay, neuer Ansatz. Notiz hier. Aubert. Einfach nur Aubert. Sprich mit Schwester Aubert. Durchsuche ich Auberts Koje. Okay. Haben wir schon ein, zwei Missionchen. Und für die machen wir ja auch was. Ich weiß aber nicht. Ist es hier unten schon? Dein Geigerzähler auch Purzelbäume? Ein bisschen. Ui. Ui. Aber Fusion. Ah! Das mit dem Fusionskern ärgert mich. Richtig sehr sogar. Dass hier immer so Fusionskerne liegen. Ich freue mich schon. Und dann hast du nix. Wieso sind da schon einige gestorben auf dem Weg dorthin? Ach, weil das da unten ist. Martin hat Fahrhaber immer wieder um Frieden gebeten. Jetzt ist er geflohen und wir stehen mit diesem Chaos allein da. Wenn du die Gruft suchst, bist du hier falsch. Ich kümmere mich um alles. Wenn du was anfasst, reiß ich dir ein Bein aus. Kapiert? Deine Aufgabe hier.
Du hast gesagt, du kümmerst dich hier um alles? Das Schiff, ja. Eine der mächtigsten Wellen des Leuchtens. Auf einer Insel, die voll davon ist. Mein Job ist es, es zu bewahren. Wenn du mich dabei störst, wird Atom dich richten. Aber zuerst komme ich dran. Atom bekommt dann, was noch übrig ist. Was kannst du mir über das U-Boot erzählen? Hat nichts abgefeuert, wenn du das meinst. Hat es während der großen Spaltung nicht mal aus der Bucht geschafft. Gut so. So ist es für uns erhalten geblieben. Große Spaltung? Was ist das? Atoms große Spaltung? Vor 200 Jahren wurden Tausende, Millionen in einer Sekunde wiedergeboren. Sie sind jetzt bei Atom. Inzwischen nehmen wir den Weg mit Ausblick. Sind so dem Leuchten länger ausgesetzt. Langsame Spaltung. Mhm. Und die Atombomben? Kann man die nicht benutzen? Der Startschlüssel fehlt und das System kann nicht gehackt werden. Glaub mir, wir haben es versucht. Was soll die Gruft im U-Boot? Habt ihr nicht die ganze Basis? So bleiben unsere Gefangenen in der Nähe seines Leuchtens und der Familie. Hier sollte ein Kind die Ewigkeit verbringen. Eine wahre Ehre. Für wenige. Warum sollte man jemandem einen Platz in der Gruft verwehren? Du warst da draußen, oder? Dieser Ort ist gefährlich. Ein falscher Abzweig im Nebel. Tut mir leid, Bruder. Für die Familie verloren. Zu nah der falschen Siedlung? Für die Familie verloren. Atom steht dir bei, wenn du Tactus schief anschaust. Mag Tactus? Magst du Tactus nicht? Du magst Tactus nicht, was? Wer nicht? Der Typ ist ein verdammter... Das ist... Ich mag Tactus. Aber ich glaube, du solltest gehen. Mhm. Ach, das ist die Gruft, okay. Oder? Oder ist die Gruft da unten? Also, das ist ein Atomreaktor, oder? Ja. Atomreaktor. Wir machen gleich mal ein Päuschen. Kann ich in Ruhe essen. Hier? Was soll ich da drüben? Nick! Nick! Okay, wir haben den Punkt erreicht, wo wir zu viel tragen. Soll ich hier untersuchen? Edgards Notiz. Ist ein Richter, Freund, Großfanatiker. Oh. Aha. Edgar. Öffne Edgards und Auberts Truhe. Okay, wir machen hier ein kleines Päuschen. Ich gehe jetzt hier nochmal schnell raus an dem Atomreaktor vorbei. Machen wir mal ein kleines, klitzekleines Päuschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Päuschen. Mal schnell speichern. Jo.